Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur 8. Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich bin unter die Aliens gegangen. Ich wollte auch den Rest des Universums begrüßen. Wir haben beim letzten Mal versucht, diese Viecher hier uns einzufangen, aber die wollen irgendwie nicht so richtig. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, ob wir das jetzt gerade nochmal versuchen sollten, denn wir haben folgendes Problem. Unsere ganzen Survivor sind gerade nicht allzu gut drauf. Wir werden hier mal das Plündern in Auftrag geben, hier ganz genauso. Und dann würde ich auf jeden Fall einmal sagen, wir ziehen mal hier den elektrischen Zaun, den ziehen wir mal hier komplett um unsere Base herum, damit wir das auch endlich mal abgeschlossen haben. Schauen wir mal, ob das soweit jetzt hier auch hinhaut. Ich gehe aber mal stark davon aus. Hier setzt automatisch eine Lücke, das finde ich sehr gut. So, hier können wir auch. Ja, das passt. Wunderbar. Da sitzt ja keine Lücke. Hä? Das ist ja äußerst interessant. Okay, komisch. So, und bis hier. Und dann haben wir ja alles einmal mit dem wunderbaren Elektrazaun geschlossen. Dann sind wir damit auch soweit durch. Was brauchen wir dafür eigentlich? Für ein Material? Metall. Okay, ja, das, ja, da haben wir trotzdem noch genug. Hoffe ich. 467 haben wir jetzt noch. Ja, das sollte passen. Das sollte passen. So, machen wir erstmal das. Und dann können uns unsere Survivalisten können sich einmal erholen. Und blockiert der Zugang zu einem anderen Gerät? Moment, aber da hinten geht... Okay, man weiß es nicht. Dann setzen wir das eben hier hin. Ist ja gar kein Problem. Und dann den Zaun einmal noch hier. So. Ansonsten glaube ich, sind wir aber soweit jetzt wirklich durch. Ne? Jetzt ist der Zaun hier komplett. Hier ist er andersrum, das ist aber auch vollkommen okay. Ja, das passt. Ja, und eigentlich möchte ich ganz gerne, dass ihr euch mal vermehrt. Dafür wollte ich eigentlich ganz gerne ein zweites Männchen haben. Da müssen wir mal sehen, dass wir das nochmal hinbekommen jetzt. Schauen wir mal. Ich habe hier gerade was lila leuchten sehen. Aha. Ja gut, vor die Treppe ist halt auch kein Wunder, ne? Dass das nicht geht. Brechen wir das doch mal ab. Und hier... ja komm, das brechen wir auch ab, ne? So. Wunderbar. Hier sind Erste-Hilfe-Kästen. Sehr schön. Okay. Also eigentlich sollte sich jetzt auch um jeden und alles gekümmert werden hier. Hier plündern wir auch nochmal. Ne, weil wir haben jetzt hier schon seit längerem auch einmal die für Hope, die Liege und einmal für Menschen. So, dann werden wir mal hier mal ganz kurz noch die Waffen wechseln. Und zwar hätte ich ganz gerne, du nimmst mal wieder eine Railgun in die Hand. Du nimmst auch nochmal eine Railgun in die Hand. Und du nimmst ebenso eine Railgun in die Hand. Wunderbar. Jetzt würde ich gerne, dass man wieder in Angriff kommt, damit wir dann nach dem kommenden Angriff uns nochmal hier drüben vergnügen können, hier oben. Wie gesagt, das wäre mir sehr wichtig, dass wir da mal noch ein Männchen haben. Wenn sie sich nichts gebären wollen, ne? Wenn da wirklich keine Tierchen bei rauskommen, dann sage ich mal... Ja gut, was soll's. Ich entferne mal hier die Felder. Zack und zack. Irgendwie sieht es einfach besser aus, finde ich. Und hier, Geräte ohne Strom. Hier kopieren wir nochmal. Und ziehen mal, soweit wir denn können, hier das Ganze einmal durch. So ein bisschen Detailarbeit. So, bis hier, dann haben wir zumindest... Nee, wieso fällst du denn den Baum? Nein! Erzwungene Entfernung? Hä? Moment mal, was? Wieso
Die Aktivität kann nicht unterbrochen werden, weil das Objekt den Bau von Rauchblattfeld blockiert. Was? Ich möchte widersprechen. Okay, wir können wohl nichts dagegen tun. Das wundert mich jetzt aber sehr. Na gut, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir hier uns mal noch so ein hier. Also das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich verstehe nicht. Na gut, dann machen wir das aber von mir aus, machen wir das eben so. Ist ja auch okay. Dann reißen wir das Feld hier ab, sobald der Baum gepflanzt wurde. So, viele wissen nicht, was sie tun sollen. Auf wie viel Prozent ist denn Hope mittlerweile, was ihre Empfindung? 96%, Leute. Wir sind tatsächlich bei 96% Empfindungsvermögen. Das ist natürlich ganz schön ordentlich. Also Hope kann natürlich auch noch einmal hier eine Raygun in die Hand haben und du bekommst auch noch mal eine. So, jetzt müssten aber auch alle wieder einen Raygun haben, ja? Ja. Das sieht gut aus. Ich verstehe halt nur wirklich nicht, wieso ihr euch nicht vermehrt, ne? Da passiert einfach nichts. Hör mal, was ist mit dir los? Kannst du die Ladies mal ein bisschen hier und so? Das wäre echt toll. So, wir müssen hier auch noch... Hier müssen wir auch noch ordentlich was tun, ne? Dann würde ich einfach mal sagen, wir kümmern uns da mal drum. Wir schmeißen hier einfach mal so ein bisschen... Moment, welche Decke haben wir da? Tatsächlich die Betondecke, okay. Wir schmeißen einfach mal hier fröhlich Betondecken drauf, damit hier die Gebäude auch endlich fertig sind. Damit wir das Projekt auch mal abgeschlossen haben. So, Steinchen haben wir definitiv genug, das ist gut. Wir haben allerdings nicht genug Beton. Ist das Limit so weit unten? Beton bis 200. Bis 300. Bis 500. Ah, 500 ist unser Limit. I see, I see. Nicht genügend Strom? Hä? Sonneneruption ist klar. Trächtige Tiere jede Menge. Hier ist was defekt, ist aber kein Problem. Alte Ausrüstung. Nicht genügend Stauraum für. Das ist die Kacke. Gut, mit der Ausrüstung, das kriegt ihr schon von alleine hin. Nehme ich mal stark an. Ihr solltet eigentlich fröhlich austauschen, was nicht mehr passt. Beziehungsweise, was ist hier los? So, machen wir das. So, ihr baut da einmal fertig. Das ist gut. Und wie haben wir dann? Die Ecken haben wir alle mit Holz gemacht, ne? Dann machen wir hier fröhlich die Ecken aus Holz. Zack, zack. So und so. Und dann hatten wir auch exakt die Mitte, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, exakt die Mitte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hä? 1, 2, 3, 2. Hä? Hier gibt es gar keine Mitte. Moment mal. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Hat das hier ein anderes Grundmaß? Sieht mir ganz danach aus. Na gut, dann machen wir folgendes. Dann machen wir hier 3 draus. 1, 2, 3. Hier drüben machen wir genau das gleiche. Zack, zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hier und da. Und dann machen wir hier noch schön die Ecken. Und dann passt das auch. So. Holzbretterwand. Ich hoffe mal, sie stehen alle richtig rum. Das wäre voll toll. Das wäre wirklich sensationell. Gucken wir mal. Ob das was wird. So, und dann haben wir hier, haben wir jeweils hier, wieso ist hier kein Fenster drin?
vielleicht deswegen, aber es ist ja eigentlich, kann ja trotzdem Fenster rein, oder? Setze mal ein Fenster rein. So, dann haben wir auf jeden Fall hier überall Teppich auf dem Boden. Wir werden hier diesmal keine Pflanzen reinsetzen, beziehungsweise wir werden hier, glaube ich, mit den Hydrokulturgestellen werden wir hier arbeiten. Bodenbelag. Wo ist er denn, der Teppich? Hier, weicher Teppich. Da ist er. Zack. Zack. Und zack. So. Dann bekommen nämlich jetzt alle unsere Survivor hier so ein schönes Häuschen, so ein kleines. Und der Angriff, der will einfach gerade nicht kommen, habe ich den Eindruck. Was fehlt dir denn? Erholung? Wieso gehst du denn nicht einfach schlafen, Jumaya? Kannst du mir das mal sagen? Hä? Wir ziehen mal hier nochmal so eine Reihe runter. Gucken wir mal, ob das hilft. So, das wäre das. Dann sind wir mit dem unteren Stockwerk, welches natürlich... ach, verdammt. Das ist alles falsch rum hier. Kacke. Das war jetzt klar. Na gut, dann müssen wir das ganze Holz hier nochmal abreißen. Kann man beim Beton leider vorher nicht sehen. Meine ich zumindest, dass man das vorher nicht sehen kann. So, ich reißen wir einmal ab. Dann ziehen wir immer neue rein. So, jetzt passt das auch. Sehr schön. Und dann muss ja natürlich ein zweites Stockwerk drauf. Da könnten wir natürlich Fahrstühle reinsetzen. Machen wir erstmal nicht. Wie haben wir das hier? Ich denke, wir gehen so ungefähr in die Richtung. Wir lassen aber vielleicht diesen Überhang hier weg. Vielleicht auch nicht. Doch, wir lassen den Überhang weg. Ja. Achso, ihr werdet trainiert. Ich wollte gerade sagen, was macht ihr da? Gibt's da wohl nicht. So, also, dann brauchen wir einmal hier einiges an Beton. Haben wir auf beiden, ja, haben wir auf beiden Stockwerken gleich gemacht. Dann machen wir das hier auch so. So, hier müssen wir mal mit Kopieren arbeiten. Könnten natürlich auch einfach ersetzen wieder, aber dann haben wir den Beton schon verbraucht. Und Beton haben wir leider nicht ganz so viel. Aktuell. Doch, wobei 522, meine Fresse, die Produktion geht aber schnell. Mensch, haben wir langsam wohl unsere Produktion hier ganz gut getroffen, habe ich den Eindruck. So, zischen wir hier einmal fröhlich durch. Zack. Zack. Natürlich letzte vergessen. So, das sieht doch gut aus. Und dann nochmal hier überall. Was sind eure liebsten Baumaterialien? Ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich Beton mittlerweile am besten. Ich kann damit irgendwie am meisten anfangen. Also in Kombination mit Holz. Nur Beton wäre auch wieder sehr langweilig, aber in Kombination mit Holz mag ich das schon sehr. So. Dann haben wir hier auch endlich mal unsere ganzen Gebäudekomplexe mal fertig. So, baut sich hier irgendjemand ein? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, Connor hat es schon getan. Sehr schön, das habe ich nicht anders erwartet von ihm. Dann würde ich einfach sagen, wir bauen hier einfach irgendwo mal eine Tür ein. Erstmal. Zum Beispiel hier. Und dann bauen wir auch hier noch eine Tür ein. Dachte ich. Ja, zum Beispiel da. Reißen wir dann einfach wieder weg. Wenn wir sie nicht mehr brauchen. So. Sehr gut, sehr gut. Energie sieht noch weiterhin gut aus, oder? Ist doch alles in Ordnung.
Ja, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Sehr schön. So, hier machen wir jetzt wieder genau das gleiche. Wir ziehen ein Dach drüber und dann aus Holz und dann in der Mitte aus Carbon, denke ich mal. Ja. Aber erstmal müssen wir hier noch eine Decke drüber ziehen. Auch aus Beton. Tja, ich bin mir nicht so sicher. Lassen wir da einmal den... Ach, können wir das einfach hier so durchziehen? Oder mache ich das doch gerne? Bauen wir einen Balkon ein, damit das Dach irgendwie besser passt oder nicht? Ich bin mir da unsicher. So, hier nochmal. Oh. So. Jut, jut, jut. Das geht alles schön schnell und jetzt wäre dann hier als nächstes das Dach dran. Jetzt gucken wir mal, wie es aussehen würde. Also, wir nehmen auf jeden Fall wieder das Bretterdach. Wenn wir das so hier durchziehen, dann ist das eben so ungleich. Wobei, so sieht es schon wieder fast ganz geil aus, ne? Oder in die andere Richtung? Warte mal. Ist ja schon wieder fast ganz cool, ne? Dach, hallo? Würdest du bitte... Gesundheit, vielen Dank, dass du mich unterbrichst. So, Dach. Aha. So vielleicht. Könnte man... Nur dann drüben dann. So vielleicht. Nur das eine Dach, da ist nicht so der Hit. Wir machen das mal so. Und dann nehmen wir das hier. Brechen wir wieder ab. Das hier ganz genauso. So, das gefällt mir sogar ganz gut, Mensch. Und dann nehmen wir hier in der Mitte, nehmen wir die Dächer hier, nehmen wir... Ach, verdammt, die müssen wir alle einzeln abreißen. Oder? Kann ich die markieren irgendwie? Ausstellen. Abbrechen. Na gut. Geht. So, und hier kommt dann in die Mitte einmal das Sonnenlichtdach. So. Oder? Genau. Dann produzieren wir auch hier wieder ein bisschen Energie. Das ist immer gut. Und hier machen wir das Dach jetzt genauso. Wunderbar. Finde ich gut. Das gefällt mir. So, haben wir da zwar keine exakte Symmetrie, aber es ist letzten Endes doch. Es sieht jetzt gewollt aus, ne? Wenn der Giebel nicht exakt in der Mitte ist, dann sieht es irgendwie komisch aus, aber so sieht es irgendwie aus, als wäre es gewollt. Hoffe ich zumindest, dass es einigermaßen so aussieht. So, warte mal, hier... Einmal die Baustellen. Abbrechen bitte. Okay, das ist sogar gut gegangen. Ich hatte jetzt kurz die Befürchtung, dass wir unten drunter noch irgendwas hatten, was wir mit abgebrochen haben. So, und dann ziehen wir noch einmal hier. So. So, das geht hier auch alles soweit. Ja, das sieht ganz gut aus. Und hier müssen wir uns jetzt noch was einfallen lassen. Ich würde sagen, hier machen wir auch komplett aus Photovoltaik. Photovoltaik. Sonnenlicht. Hier. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Ist schon... Ach, guck mal, hier kann man auch so ein Späßchen machen. Aber das sieht natürlich komisch aus hier, weil es... ein Quadrat ist. Sowas ist auch seltsam. Das, das ist schwierig. Wie sieht es denn damit aus? Vielleicht können wir in die Richtung gehen. Ja, ja, ja. Wir drehen das nur einmal. Machen wir das so.
alles so ein bisschen seltsam hier. Die ganzen Dächer sind so ein bisschen seltsam, aber guckt euch das an. Wir sind tatsächlich durch. Und hier ist mal wieder ein Fehler. Jetzt. Schick. Insgesamt gefällt es mir echt gut. Ich mag's. So, dann zimmern wir nochmal überall so ein paar Fensterchen rein. Könnt ihr mir mal bitte sagen, wo die Angriffe bleiben? Nee, Moment. Das ist falsch. Die Fensterchen hätte ich ganz gerne einmal hier jeweils. So. Gehen wir das mal schön außenrum. Hier könnten wir, naja. Setzen wir erstmal nur in die Mitte und gucken mal, wo es letzten Endes hinführt. Die Treppen da müssen natürlich noch weg. Dann machen wir wieder schön Fahrstühle rein. Hier ein Fenster, die können sich gegenseitig hier in die Bude gucken. Auch schön. Ach komm, hier kann man so das Fenster einbauen. Das hätte ich nicht gedacht. So. Einmal hier. Da. Jetzt habe ich nicht Shift gedrückt. Zack. Wieder nicht Shift gedrückt. Warte, ich sehe mal das Gleiche. Aber ich fange ja gerade erst an in dem Spiel, ne? So, das sieht doch mal ganz in Ordnung aus. Jetzt müssen wir einmal noch die Fahrstühle hier einbauen. Und zwar, zum einen würde ich ganz gerne, glaube ich, ja, warte mal. Hier würde ich ganz gerne einmal die Tür wegreißen und hier ganz genauso. So, was kommt denn hier Schönes? 81, 10, 161, 16, wow. Direkt hier? Na, das ist ja auch nice. So, ihr könnt leider gerade nicht schlafen. Ich wundere mich aber, dass manche so unzufrieden sind, ne? Sehr interessant. Was fehlt dir denn? Entspannung. Dann entspann dich doch einfach. Wer hindert dich denn daran? Ich bin's gewiss nicht. So. Ja, wunderbar. Dann können wir einmal den Angriff hier abwehren. Was haben wir denn hier noch so? Okay, ist gar nicht mal so wild, ne? Man kann sagen, ihr greift gar nicht an. Doch jetzt. Mensch, die sind ja alle mal ziemlich nah hier gelandet, ne? Vielleicht haben sie da auch was gepatcht. Vielleicht haben sie sich mal ein bisschen angeguckt, wo sie eigentlich so, also wo sie höchstwahrscheinlich langlaufen werden. Und dann haben die Piloten, sind jetzt mittlerweile so schlau und sagen sich, naja, das macht keinen Sinn, wenn wir irgendwie da hinten irgendwo landen. Wir müssen ja eh einmal komplett rumlaufen. Also landen wir quasi direkt vor der Bude. So, wir haben noch zwei. Und die stehen beide hier rum. Aus welchem Grund auch immer die sowas tun, ne? Man weiß es halt einfach nicht. So. Talas. Wunderbar. Einberufung aufheben. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Und dann können wir jetzt, beziehungsweise wir können beim nächsten Mal jetzt, können wir dann nochmal hier hinten zu dem, zu diesem Nest flitzen und versuchen es nochmal hier mit der Zähmung. Das wird beim nächsten Mal mit Sicherheit klappen. Und hier, das ist soweit fast fertig, ne? Fast fertig. Aber sieht cool aus. Hier mit dem Innenhof und so, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge hier in Stranded: Alien Dawn. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.